So, servus Leute, heute werden wir bei diesem Fahrzeug hier, das ist ein E46, und zwar da werden wir das Teil hier einbauen. Das ist eine Parkhilfe von Vega, steht drauf. Habe ich gekauft aus dem Internet. Und zwar die werden wir heute einbauen, und zwar in die originale Stoßstange vom E46. Und zwar die sieht bei mir jetzt so aus. Und zwar haben wir hier hinten diese kleine Abdeckung, das ist der Vorfacelift-Modell. Die haben hier dieses Teil hier. Und da gibt es auch dieses gleiche mit Löchern drin für die PDC, für die Originale. Das Teil habe ich schon mal bestellt, das ist jetzt auch schon da. Das zeige ich euch mal kurz. So, hier ist dieses Teil, was ich bestellt habe. So sieht es aus, also es kommt genau hier hin. So wie das hier. So wie das alte, bloß mit Löchern halt. Und da müsst ihr aufpassen, die gibt es für Touring, Limo und Coupé, die sind immer ein bisschen unterschiedlich. Was mich jetzt bei dem bloß stört ist, da sind die ganzen Dinger abgebrochen, ich habe den gebraucht gekauft. Aber da sind die ganzen Clips abgebrochen und hier hat der Kollege hier schon mit einem weißen Stift drauf geschrieben. Das sieht auch ziemlich bescheiden aus. Jetzt muss man mal gucken, ob ich das überhaupt abkriege. Ansonsten muss ich es halt komplett lackieren dann. Und wie gesagt, hier ist das Teil, was wir heute einbauen werden. Und zwar, wenn wir die Packung aufmachen, da sind halt Papiere drin. Und hier sind die Sensoren. Und laut Ding müssten die eigentlich perfekt reinpassen, so wie ich es gesehen habe. Muss mal gucken. Genau, die haben hier diese Steckverbindung. Also was ist dabei? Da sind vier solche Teile dabei. Vier solche Sensoren. Einmal zum Bohren, das brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir so Verbinder und einen Lautsprecher. Den werden wir nachher hier vor die Hutablage hin machen. Also wir werden hier unten mit dem Kabel lang gehen. Und hier oben raus wieder, damit das der Lautsprecher dort ist. Ich wollte eigentlich als erstes ein Originales holen, aber habe es mir dann anders überlegt, weil es echt viel Aufwand ist, das Originale einzubauen. Deswegen, hier ist noch das Steuergerät von denen, Vega. Bin ich echt mal gespannt, wie das nachher wird. Ich werde es jetzt auch erstmal testen, bevor ich es komplett einbaue. Dafür nehmen wir jetzt erstmal, um es einzubauen, nehmen wir jetzt erstmal das Teil hier ab. Das alte, das ist einfach nur geklipst. Brauchen wir hier einen Schraubenzieher, den besten Schraubenzieher der Welt vom BMW. Da gehen wir hier rein, ohne dass wir den Lack beschädigen, und werden den mal abmachen. Und dann schauen wir mal, wie es drinnen aussieht, weil wir müssen in den Innenraum mit den Kabeln. Deswegen schauen wir mal, da auf der rechten Seite müsste normalerweise was sein, womit wir reingehen können. Den Wagen habe ich gerade zufällig gesehen. Richtig schöner Wagen. Ein M3. Ich zeige euch mal kurz. Schalter. Sieht auch original aus. Ich glaube, das ist auch wirklich ein M3. Das erkennt man an den Bremsen. Okay, der Auspuff ist schon mal nicht original, der ist von Remus. Aber wenn wir die Bremsscheibe vorne anschauen, dann erkennen wir es gleich. Ja, das ist eine riesen Bremsscheibe. Und das ist auf jeden Fall ein M3. Schon ein schönes Auto. Und das ist meiner. Machen wir mal weiter hier. Und zwar, jetzt geht's ab, jetzt tun wir, wie gesagt, das Teil hier rausmachen. Achso, ich wollte erst ein Originales holen. Das gibt's nicht mal zu liefern, also nicht, ist nicht mehr lieferbar. Deswegen habe ich jetzt, also das Teil hier hat 30 Euro gekostet. Das da habe ich gebraucht gefunden für 40 Euro. Und die Originalen vom BMW gebraucht gab's auch, aber die waren relativ teuer und da haben Kabel gefehlt und so weiter. Da hatte ich echt keine Lust drauf. Da muss man auch Kabel verlegen bis nach vorne. Darauf hatte ich keine Lust, deswegen habe ich mir das Nachbauteil geholt hier. Wenn ich nicht zufrieden bin, dann muss ich wahrscheinlich doch ein Originales holen. Die sind hier so zusammengesteckt, also geschraubt. Ich schraube die hier so auf. Dann könnt ihr die einzeln tauschen. Also nachher, mir war auch wichtig, dass ich nachher, wenn mal einer kaputt geht, dass ich nicht nochmal ein Set brauche. Wobei das Set kostet eh nur 30 Euro, das geht eigentlich. Aber ihr könnt die nachher austauschen, weil die haben hier so eine Steckverbindung. Steckt die einfach nur ab und dann könnt ihr die neuen dran machen. Jetzt tue ich mal das da hier reinstecken, ob das passt. Wahrscheinlich müssen wir die eh kleben. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall mal davon aus. Boah, die passen sogar. Wenn ich die jetzt reindrücke. Hier müsst ihr nur aufpassen. Die haben einmal oben und einmal unten. Die haben hier so eine Wölbung. Da müsst ihr mal gucken, wie die bei euch am besten reingehen. Weil die Sensoren müssen immer gerade sein. Die haben hier hinten so eine Anzeige ab, also nach oben. Also muss es nach oben zeigen. Das heißt, die würden jetzt bei mir so reinkommen. Probieren wir mal, ob die überhaupt heben.
Ja, perfekt. Wenn ich die reinstecke, die heben sogar. Brauche ich gar nicht kleben. Jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir alle rein und dann schaue ich mal, wie es aussieht. So, das alte Teil habe ich jetzt schon mal draußen gesehen. Jetzt habe ich hier entdeckt, dass auf der rechten Seite, wie gesagt, dass dort so ein Gummipuffer ist. Da habe ich jetzt hier schon mal die Verkleidung abgemacht. Einmal den Teppich hier. Bei euch ist hier normal die Batterie, wenn ihr einen 6-Zylinder habt. Ich habe hier einen 4-Zylinder. Und deswegen habe ich hier auf der Seite diese Puffer hier. Da können wir eins durchstechen, also ein Loch reinmachen und dann können wir uns dann unsere Kabel durchstecken. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das machen wir jetzt auch. Da gehe ich jetzt mal her und schau mal, was für Kabel wir hier haben. Also wir haben jetzt hier einmal die Sensoren, die können wir alle mal abstecken nach der Reihe und dann können wir nur das Kabel reinstecken. Dann tun wir uns auf jeden Fall einfacher. Dann habt ihr hier verschiedene Kabel, da stehen Nummern drauf, also da stehen Nummern drauf, 2, 1, die auch nicht vertauschen am besten, 3, weil die Kabel sind ja je nachdem auch länger, kürzer und die werden hier eingesteckt später. In der Anleitung können wir auch kurz reinschauen. Normalerweise schauen wir nicht in Einleitungen rein, gell? Das ist verboten. Aber hier wird dann wahrscheinlich stehen, wo 1 ist, also wo die 1 anfängt, damit ihr dann die richtige Abfolge haben. Witzigerweise ist hier sogar ein BME drauf. E39 ist es. Auf der Anleitung. Perfekt. Was will man mehr? So. Ah, hier sagt der Pastor, beim Anhänger wird es nicht erkannt. Ja, okay. Ist ja eigentlich logisch. Genau, hier bohren und so. Ja. Wird schon irgendwas stehen, ich sag's euch später, ich habe jetzt keine Lust, alles durchzublättern. So, ich habe es jetzt mal alles schön verlegt. Und zwar, die Teile passen perfekt rein, also wirklich perfekt. Die heben sogar richtig gut. Ich werde jetzt die noch befestigen hier mit dem Kabelbinder durch dieses Loch hier. Und dann dürften die gar nicht mehr rausfallen und die sind wirklich bombenfest drin. Also wenn ihr wirklich so ein BMW-Modell habt, kauft euch die hier, die passen wenigstens richtig rein. Ob die gut funktionieren, werden wir nachher noch abchecken. Dann habe ich die Teile hier noch verlegt, diese Kabel. Die werde ich jetzt mit Kabelbinder auch alle festmachen. Auch hier an den Seiten befestigen. Hier mit dem Loch werde ich die auch noch befestigen, damit die hier wirklich nicht unten rausgucken. Oder da an dem Auspuff drankommen, dann gehen die auch kaputt. Das werde ich jetzt alles noch schön mit dem Kabelbinder verlegen. Und wie gesagt, die hier werde ich auch noch mal so fixieren. Da tue ich jetzt die mal mit Kabelbinder und danach fangen wir an, hier unser Rücklicht abzugreifen. Wir brauchen ja, hier ist ja bei der Heckklappe unser Rücklicht. Das wird auch ein bisschen tricky, weil wir müssen dann hier an den Kabelbaum ran. Der ist bei dem auf der rechten Seite. Der hier. Und dann müssen wir hier unten mal rein und dann gucken, wo die ganzen Kabel... Ah, hier kommen die schon raus. Perfekt, die sind schon auf der richtigen Seite. Weil unser Ausgang ist ja auch hier auf der Seite. Und dann werden wir das Kabel fürs Rücklicht mal herausbekommen. Das werden wir dann ans Steuergerät klemmen. Da werde ich das jetzt so machen, dass ich das Steuergerät direkt an... Also beide Strompole, also hier einmal Power. Ja gut, wir haben ja nur Power, also perfekt. Power werde ich nur, hier werde ich das, wie gesagt, anschließen. Und dann wird es passen, hoffe ich. Und bei Boots kommt noch der Lautsprecher hin, der hier. Und das Ganze werde ich verbinden, nicht mit diesen Dingern hier, weil von den Teilen halte ich gar nichts, ehrlich gesagt. Weil die Verbindung ist nicht so optimal und die Verarbeitung ist auch nicht gut, wenn ihr hier mal reinschaut. Die werde ich auf keinen Fall benutzen. Ich werde Vago-Klemmen nehmen. Vago-Klemmen sind diese Teile hier, wo man zuklipst. Ich zeige es euch mal kurz, wenn ich mal hier ein paar habe. Da müsste eigentlich was da rein. Ja genau, die Teile hier werde ich benutzen. Da werde ich die Kabel durchschneiden und mit diesen Vago-Klemmen hier befestigen. So, jetzt mache ich wie gesagt erstmal die Kabelbinder hin. So, ich habe jetzt hier das mal auseinandergebaut. Also hier war nur ein Clip dran. Hier auf der Seite, diese Clips hier sehen so aus. Die werden hier so rausgezogen vorne. Und wir haben hier nur eine einzige Birne. Ich habe gedacht, die beide sind belegt, aber ist nicht der Fall. Das sind Nachbaubirnen von Depot. Und ich habe jetzt beim Raushebeln das schon gesehen. Also wir haben Kabelfarbe blau-gelb. Diese Kabelfarbe werden wir jetzt hier abgreifen. Weil hier haben wir den Kabelbaum und da werden wir den abgreifen. Das mache ich jetzt hier wieder alles zusammen und dann klemmen wir, wie gesagt, das Steigerät da dran. So, ich habe jetzt hier die ganzen Adern rausgesucht.
Außerdem habe ich hier diesen schwarz-gelben abgezwickt. Jetzt habe ich hier einmal Masse, werde ich auch mit so einem Dreier-Vago-Klemme dran machen. Und einmal diese blau-gelbe, da haben wir unseren Strom. Und das ist das Kabel, was dabei war. Das wird nachher hier eingesteckt bei unserem Steuergerät auf dem roten Stecker. Und deswegen werden wir das jetzt erstmal mit Masse und mit Rot einklemmen. Also Rot kommt an Gelb-Blau und Schwarz-Rot kommt an den braunen hier dran. Und dann sind wir soweit eigentlich schon durch, dann können wir es gleich mal testen, ob es funktioniert. So, jetzt ist alles mal schön angeklemmt, wie ihr seht. Jetzt probieren wir mal, ob es funktioniert. Natürlich sollte ich die Dinger erst einstecken. Mache ich jetzt noch kurz. So, jetzt ist alles drin. Die Kabel hängen noch runter. Jetzt machen wir mal einen Test, wie es funktioniert. Machen wir jetzt nur den Rückwärtsgang rein. Dann werde ich mal dagegen laufen, wie der piepst und wie er sich anhört. Hier ist der Lautsprecher. Den habe ich jetzt hier lose draufgelegt. Der müsste jetzt Strom kriegen, wenn ich Rückwärtsgang reinmache. Jetzt mache ich nur die Zündung an. Und dann kriegt er seinen Strom. Und dann schauen wir mal, wie sich das anhört. So, einmal Zündung. Nicht starten. Dann hier natürlich Rückwärtsgang rein. Relativ laut, das Ding. Ich glaube, ich muss mal eine Stufe weniger stellen. Das hört man hier komplett im ganzen Parkhaus. Machen wir kurz aus. So, um die Lautstärke einzustellen, das gibt es nur bei dem Lautsprecher selber. Jetzt, hier ist High. Da tun wir den Schieberegler hier auf in die Mitte. Dann wird es leiser. Jetzt schauen wir mal nochmal. Boah, überleg mal, das ist im Innenraum. Richtig nervig. Also jetzt nochmal. Immer noch ziemlich laut eigentlich. Ob ich euch das so zeigen kann. Also ich weiß nicht, ob man das so sieht. Also ich laufe jetzt immer näher ran. So, so war es glaube ich besser. Also ich versuche jetzt mal so aufzunehmen. Also bei so einem Abstand hier wird er komplett ausflippen. Und der piepst eigentlich schon bei so einem Abstand hier. Also das ist schon relativ. Wie viel sind das? Vielleicht 1,5 Meter, oder? 1, 2 Meter fast. Fängt an zu piepsen. Und ich laufe jetzt mal von der Seite absichtlich rein. Also den erkennt er jetzt ziemlich schwer. Also hier erkennt er es schon gut. Ja, gut. Jetzt mache ich mal, jetzt stelle ich mal was genau in die Mitte. Also jetzt laufe ich mal von der Seite rein, aber gut, von der Seite empfängt er halt nichts. Man fährt auch, aber gut, von hier empfängt er trotzdem was. Also schon gut. Also optimal eigentlich. Jetzt baue ich mal alles richtig rein, weil es sieht jetzt auch ein bisschen blöd aus, weil der hier komplett schief reinhängt, drin hängt. Ihr könnt ihn auch komplett ausschalten. So. So ist er komplett aus. Boah. Also die mittlere Lautstärke ist optimal. Das andere ist mir schon viel zu laut. So, ich habe jetzt alles schön hier da hinten versteckt. Also den Lautsprecher habe ich hier eingebaut. Das Steuergerät ist hier. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich mache es mal kurz raus. So sieht das Ganze bei mir aus. Hier habe ich noch einen Lappen drunter gemacht, damit es hier überhaupt nicht klappern kann. Dann habe ich den hier mit dem Kabelbinder festgemacht. Hier mit Vago-Klemmen, wie gesagt. Und hier alles mit Kabelbinder hier an die Außenwand. Dass es alles schön weit weg bleibt. Und dann kann man das jetzt hier so zumachen. Und dann sieht man davon auch nichts mehr. Die Kabel hier unten habe ich auch verlegt. Unten drunter, da muss ich jetzt mal schauen, ob das so passt, wenn ich diesen Einsatz drauf mache. Also wie gesagt, ihr habt ja hier normalerweise die Batterie, hat sich ein 4-Zylinder, deswegen ist hier frei. Deswegen. So, jetzt haben wir gerade mal erst den ersten Fehler. Also wenn ich jetzt den Rückwärtsgang reinmache, während ich stehe,
dann piepst er ab und zu, obwohl hinten nichts ist. Jetzt, wo der Motor aus ist, kommt es nicht vor. Ich mache mal jetzt in die Stadt jetzt mal kurz den Motor. Jetzt habe ich den gestartet. Ich setze hier den Rückwärtsgang rein. Ja, jetzt piepst er einmal. Okay, jetzt funktioniert er wieder. Ah, jetzt. Der piepst, obwohl da gar nichts ist. Jetzt schon wieder. Hört ihr das? Obwohl da hinten gar nichts ist. Beim Fahren schon. Weil jetzt nochmal genauso rückwärts. Ohne Unterbrechung wieder. Diesmal. Start den Motor. Fahr rückwärts. Rückwärtsgang ist drin. Hat einmal gepiepst. Jetzt fahre ich rückwärts. Hört ihr das? Da ist aber gar nichts hinten. Der piepst ständig, obwohl dort nichts ist. So, ich habe das Problem jetzt gelöst, dass es ständig piepst, dieses Vega PDC. Und zwar, ihr müsst die Plus- und Minusleitung müsst ihr extra verlegen. Davor hatte ich die genau hier neben den Sensorenkabel. Und die haben wahrscheinlich die Kabel gestört, also Störsignal gegeben, deswegen hat es ständig gepiepst. Jetzt habe ich so gemacht, dass ich die anders verlege, also die extra von unten und die restlichen Kabel von oben. Und den Lautsprecher habe ich auch extra hier oben befestigt. Und jetzt piepst gar nichts mehr bisher. Also das ist die Lösung, falls ihr das gleiche Problem habt. Ihr dürft diese Kabel nicht neben die anderen Kabel verlegen. So, das PDC ist jetzt drin. Ich habe es schon eine Weile getestet. Also ich muss sagen, im Sommer habe ich schon ein paar Mal Probleme gehabt. Wenn es richtig heiß war, da ist das Steuergerät ziemlich warm geworden. Dadurch habe ich immer diese Fehlpiepser gehabt. Aber jetzt, wo es etwas kälter ist, jetzt regnet es gerade draußen, da funktioniert es eigentlich schon gut. Auch wenn die Regentropfen mal drauf kommen und so. Also ich sag mal so, es ist schon deutlich besser wie ohne PDC. Aber an Originalteil kommt es einfach nicht ran, also originale PDC. Ich habe bei meinem E36 original PDC drin, vom Werk aus. Das piepst nie ohne Grund, also da muss schon irgendwas sein, dass da piepst. Und die Teile, was ich jetzt reingemacht habe, die piepsen halt schon ab und zu. Aber ich muss auch sagen, wenn man weiß, hinten ist was, und man fährt ran, an den Tönen merkt man schon, okay, da ist jetzt irgendwas oder nicht. Weil manchmal diese Zwischentöne, diese Störtöne, die sind halt ganz, wie soll ich sagen, länger, die gehen länger. Und wenn irgendwas hinten ist, die sind dann so kürzere Töne. 100% zufrieden bin ich nicht, aber wie gesagt, es ist immer noch 1000-mal besser als gar keins. Ja, das war's soweit zu dem Video. Abo dalassen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und ciao, bis zum nächsten Mal.